Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute sprechen wir über Put-Optionen. Nein, das gab es nicht schon im letzten Video, sondern das ist ein anderes Video jetzt. Und zwar geht es heute mal um den Unterschied zwischen Cash-Secured Puts und Naked Puts, weil auch da hat es zuletzt eine Diskussion gegeben, dass es doch eigentlich das Gleiche wäre. Und ich sage, nein, es ist nicht das Gleiche. Und ein paar Unterschiede, ein paar Gemeinsamkeiten, die arbeiten wir heute mal in diesem Video heraus. Also, schaut einfach zu, jetzt geht's los. Es gab kürzlich auch hier wieder in unserer Optionshändlergruppe, die Optionshändler auf Facebook. Wie viele haben wir da jetzt Mitglieder? 3.900. Ich habe es letztes Mal falsch gesagt. Ne? Da habe ich gesagt nur 3.500. Nein, es sind schon 3.900. Auch da gab es eine kleine Diskussion. Ganz toll. Ne? Also verschiedene Argumente wurden ausgetauscht auf einem sehr schönen Niveau. Und zwar hat jemand die Frage gestellt, und wir suchen den Kommentar auch nochmal raus und stellen ihn hier mit rein, oder die Frage, dass doch im Grunde genommen ein Cash-Secured Put das gleiche ist wie ein Naked Put, ne? Also wie ein nackt geschriebener Put. Und ein paar haben so argumentiert, ein paar so. Und ich will euch mal meine Sicht der Dinge dazu geben. Schauen wir uns mal an, was passiert eigentlich bei einem nackten Put. Also wenn man einen nackten Put verkauft, zum Beispiel nach unserem Short-Put-System, das heißt, du hast eine Aktie. Und jetzt sagst du, okay, ich möchte eine Prämie einnehmen und aus diesem Grunde verkaufst du einen aus dem Geld liegenden Put dazu. Also hier irgendwo verkaufst du hier einen Put und dafür kassierst du eben eine Prämie. Also das ist eben hier, ich nenne es mal Short-Put-System. So, kennt ihr zum Beispiel aus unserem Lehrgang Optionshandel für kleine Konten. Link ist hier unten in der Beschreibung. So, und jetzt gibt es noch den Cash-Secured Put. Und jetzt lassen wir das mal die gleiche Aktie sein, okay? Das heißt, Aktie entwickelt sich nach oben und du sagst, okay, ich möchte hierauf einen Put verkaufen und dann verkaufst du hier einen Put und dafür bekommst du eine Prämie. Und wenn ihr euch das jetzt hier anschaut, außer dass das hier zwei unterschiedliche Farben sind, stellt ihr fest, das ist natürlich rein technisch betrachtet erst einmal das Gleiche. Ja, also gibt es keinen Unterschied. Das heißt also hier, ob das jetzt, und hier, das ist ja jetzt ein Cash-Secured Put, ob ihr jetzt die Option quasi nackt verkauft oder aber ob ihr das Ganze einen Cash-Secured Put nimmt, vom technischen Ansatz her ist das das Gleiche. Du verkaufst einen Put unterhalb des aktuellen Preises und kassierst dafür eine Prämie. An der Stelle hören aber aus meiner Sicht die Gemeinsamkeiten schon auf, denn alles, was jetzt kommt, ist unterschiedlich. Denn es gibt eine gänzlich unterschiedliche Motivation, diese beiden Trades zu machen. Fangen wir mal hier an mit dem klassischen Short-Put-System. Dieses Short-Put-System machst du und das Einzige, was du hier wirklich willst, ist diese Prämie einnehmen. Das heißt, dir geht es nur um die Prämie. Du willst nur dieses Geld kassieren, du willst diese Prämie kassieren, den Trade beenden und dann war's das. So. Beim Cash-Secured Put willst du zwar auch die Prämie, aber, und das ist ein ganz, ganz gewaltiger Unterschied, du bist auch bereit, im Zweifelsfalle, nämlich dann, wenn die Aktie fällt und unter deinen Strike fällt, am Verfallstag, diese Aktie zu übernehmen. Ne? Das heißt, du hast hier zwei Varianten. Du sagst, entweder ich nehme die Prämie oder ich nehme die Aktie. So. Und das ist von der Herangehensweise eine gänzlich andere, weil der technische Ansatz, du verkaufst diese Option in der TWS, ist der gleiche. Aber es geht schon mal los, wann machst du denn das Ganze? Mal angenommen, das ist sogar die gleiche Aktie. Okay, das ist jetzt hier die Aktie ABC und hier jetzt genauso. So, du kannst die gleiche Meinung zur Aktie haben, das ist völlig gleich. Aber wann handeln wir das Short-Put-System? Das Short-Put-System funktioniert nur, wenn du das im vernünftigen Marktumfeld machst. Und vernünftiges Marktumfeld bedeutet, du machst es nur in einem Bullenmarkt. Das heißt, wenn übergeordnet die Preise steigen, wenn also nicht nur diese eine Aktie sich so entwickelt, wie du dir das denkst, sondern auch wenn der breite Markt so, sich so verhält. Hier dagegen beim Cash-Secured-Put hast du ja diese B-Variante auch. Ne? Du sagst, okay, Variante A, ich kassiere die Prämie oder Variante B, ich lasse mir die Aktie einbuchen.
Das kannst du auch machen, wenn die Märkte nicht so toll laufen. Das machst du vielleicht sogar in einem Bärenmarkt, vielleicht am Ende eines Bärenmarktes, wenn nach einer Korrektur, weil du sagst, hey, ich kriege ja jetzt eine super Prämie und wenn die Aktie halt jetzt nochmal 5-10% fällt, dann nehme ich auch die Aktie. Das ist also ein ganz, ganz anderer Ansatz. Das würdest du hier mit so einer Strategie niemals machen. Die würdest du niemals in einem Bärenmarkt handeln. Also du solltest es zumindest nicht machen, weil das ist dein Untergang. Wenn du das im Bärenmarkt machst, wirst du ja immer wieder verlieren, 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 weil du ja diese zweite Variante, ich nehme die Aktie, nicht hast. Und zwar ganz bewusst nicht hast. Du könntest es zwar theoretisch machen, aber dein Ansatz ist ja ein ganz anderer. Ne? Und was man hier eben nicht verwechseln darf, ist das, dass vielleicht der eine oder andere sagt, okay, ich schreibe hier diesen nackten Put und ich will eigentlich nur die Prämie haben und wenn es dann gegen ihn läuft, sagt, ach, weißt du was, komm, ich mache dann Cash Secured Put draus, jetzt nehme ich auch die Aktie. Das kannst du natürlich machen, ne? Aber dann hast du natürlich von vornherein den Trade nicht richtig geplant. Das heißt, dann hast du eine andere, dann hast du zwei Philosophien miteinander gemischt und das macht keinen Sinn. Vom Geld her, auch das können wir uns mal anschauen, ist es auch ein bisschen unterschiedlich, weil wenn wir beispielsweise sagen, die Aktie ABC kostet mal angenommen 100 Dollar aktuell. So, jetzt verkaufst du, jetzt haben wir hier das Short-Put-System und hier haben wir Cash-Secured-Put. Und jetzt verkaufst du beide Male sogar denselben Put. Okay, was weiß ich, hier irgendwie ein 90er-Put. So. Wie sieht das Ganze dann aus? Am Anfang wirst du eine Margin hinterlegen müssen. Okay, du wirst eine Margin hinterlegen müssen und die wird hier, naja, bei einer 100er Aktie, beim 90er Put, dann liegt das vielleicht so bei 1500 Dollar ungefähr. Hier genauso. Wenn du allerdings die Aktie übernimmst, ne, dann musst du in einem Cash-Konto, in dem Cash-Konto könntest du das nicht machen, aber in dem Cash-Konto die kompletten 9000 Euro hinterlegen, beziehungsweise Dollar, und in einem Margin-Konto ungefähr ein Viertel. Also das heißt ungefähr so, machen wir ganz glatt jetzt 2500 Euro oder 2500 Dollar. Ne? Also das hier ist noch Margin und jetzt aber hier die Übernahme sind vielleicht jetzt hier 2500. Und hier wären es ja theoretisch auch 2500, aber du hast das ja gar nicht geplant, weil du hast ja hier eine Margin bloß von 1500 vielleicht eingeplant. Und derjenige hier unten, der hat aber eine ganz andere Planung genommen. Das heißt, der will gar nicht übernehmen in dem System hier. Und deswegen gehst du es auch anders an. Du gehst es auch während des Trades anders an. Wenn wir nochmal zurückgehen, wenn wir also hier beispielsweise nochmal schauen und jetzt haben wir mal die Situation, dass zwischenzeitlich die Aktie mal fällt. Okay, hier und hier. Was machst du dann? Beim Cash Secured Put machst du gar nichts. Warum? Weil du sagst, hey, wenn es unten drunter fällt, dann nehme ich meine Aktie. Bei dem hier hast du aber eine Regel, wo du dann wegrollst. Das heißt, du rollst hier im Short Put System die Optionen viel, viel schneller weg und viel eher weg, als du das im Cash Secured Put System machen müsstest. Noch ein letzter Punkt. Wie ist das bei Earnings, das heißt bei Quartalszahlen? Also meine persönliche Meinung ist, man sollte ein Short-Put-System, wenn man die Aktie nicht haben möchte, sondern es mir nur um die Prämie geht, dann handle ich solche Strategien in der jeweiligen Aktie nicht, wenn diese gerade während der Laufzeit der Option ihre Quartalszahlen, das heißt die Earnings, veröffentlicht. Stört mich das beim Cash-Secured-Put-System? In keinster Weise. Weil ich ja diese zweite Variante habe, dann nehme ich halt die Aktie, wenn sie noch unten fällt beispielsweise. Und deswegen, ihr seht, auch wenn etwas vom rein technischen Aspekt her genau das gleiche ist, bedeutet es noch lange nicht, dass es der gleiche Trade ist. Ja? Es sind ganz, ganz unterschiedliche Herangehensweisen und wer das beide hier vermischt, ne, und sagt, ach komm, dann mache ich eben mal aus dem hier das oder mal das so, der handelt im Grunde genommen nicht replizierbar oder nicht wiederholbar. Und du kannst im Trading, egal ob es jetzt Optionen sind, ob es Aktien sind, sonst irgendwas, nur Erfolg haben, wenn du immer wieder dasselbe machst. Also immer wieder etwas wiederholst, was funktioniert. Das System, was dahinter steht, immer und immer und immer wiederholst. Wenn du aber sagst, ach, heute mache ich es mal so und morgen mache ich es mal so, übermorgen habe ich vielleicht mal noch eine ganz andere Idee, dann wird das nicht funktionieren, weil du eben auf Dauer gar nicht weißt, was mache ich richtig, was mache ich falsch. Und deswegen entscheide dich ganz einfach, was willst du lieber machen? Du kannst natürlich, das machen wir auch, beide Systeme handeln. So, du kannst die sogar von mir aus in einem
gemeinsamen Konto handeln. Aber dir muss ganz, ganz klar sein, von Beginn an, wenn du einen Put verkaufst, ist es dieses System oder ist es dieses System? Ich habe jetzt ein paar Punkte aufgezählt, die einen Unterschied machen. Es gibt noch ein paar mehr. Es gibt unterschiedliche Deltas, es gibt unterschiedliche Laufzeiten, es gibt eine unterschiedliche Herangehensweise, wann du die Aktien, welche Aktien du nimmst, wie unser Ampelsystem der Morgenroutine dazu aussieht und so weiter und so fort. Wen das interessiert, hier unten gibt es den Link zum Webinar Optionshandel für kleine Konten. Da ist das sehr, sehr gut erklärt. Oder aber ihr sagt, hey, nee, ich komme gleich direkt mal in die Akademie. Wobei, um in die Akademie zu kommen, musst du dich bei uns bewerben, weil wir lassen ja auch nur jemanden auf die Seminare kommen, der eine gewisse Grunderfahrung hat, also so ganz, ganz blutige Anfänger, die können nicht, wenn du jetzt nicht weißt, bin ich geeignet oder nicht, mache unten ein Beratungsgespräch aus, ein kostenfreies, und dann helfen wir dir und sagen dir, wo stehst du und was ist der richtige Weg für dich. Tolle Frage, wenn ihr Fragen habt zum Thema Optionshandel, schreibt die mir hier unten in die Kommentare rein und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. In der Zwischenzeit danke fürs Zuschauen, danke für eure Meinung und Kommentare. Bis zum nächsten Mal, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.